Heute Abend möchte ich also über dieses angekündigte Vortragsthema sprechen und hat ja einen leichten saloppen Klang, und zwar nimm es nicht persönlich, war eine der Überschriften in diesem Vortrag. Und auf der anderen Seite ist das Thema, über das ich spreche, durchaus ein ziemlich anspruchsvolles, auch eines der, würde ich sagen, zentralen, wichtigen Aspekte der buddhistischen Lehre, wo es also um Dinge geht wie Selbst, Ich, Nicht-Selbst, Nicht-Ich und so weiter. Also Begriffe, die vielleicht für viele Menschen immer noch so ein bisschen mysteriös sind. Und auch für Buddhisten oft nicht nur mysteriös sind, sondern auch mysteriös bleiben für eine lange Zeit. Ich erinnere mich, vor langer Zeit in Deutschland gab es, schon fast 100 Jahre her, da gab es so eine Nord-Süd-Spaltung zwischen zwei bestimmten Auffassungen. Eine Auffassung war, dass alle Dinge eben nicht selbst sind, alle Phänomene sind Anatta, wie es in der Fachsprache heißt. Das wurde von einem Herrn Dahlke vertreten im nördlichen Deutschland. Und dann gab es eine südliche Fraktion, die vertrat die Auffassung Nibbana oder das Ziel der buddhistischen Praxis, das Erwachen, der erwachte Zustand, ist das wahre Selbst. Und die beiden Fraktionen haben sich ziemlich lange und ausgiebig bekämpft und versucht irgendwie, sich gegenseitig zu überzeugen und natürlich andere Leute ins Boot zu ziehen und von ihrer Meinung zu überzeugen. Man hatte allerdings den gewissen Eindruck, dass das eine rein intellektuelle Debatte war. Also eigentlich beide Parteien nicht so richtig wussten, wovon sie eigentlich sprachen. Es ist eine andere Sache, wenn man also von jemandem etwas hört über eben diese Realisation des Nicht-Selbst, wo das alle Erfahrung, alle Gestaltung und Körper und Geist eben keinen eigenständigen Selbst, unabhängigen Selbst oder Ich zuzuordnen sind, dann ist das, sagen wir mal, von einem erwachten oder einem hochentwickelten Menschen, wenn das präsentiert wird, ist das sehr viel eingänglicher. Wir können das sofort spüren auch. Es ist nicht nur etwas, was unser Oberstübchen anspricht, unser Intellekt, sondern es ist auch etwas, wo man eine Resonanz spürt. Und man merkt, ja, diese Person, die weiß wirklich, worüber sie spricht. Und ich habe, das will ich jetzt gleich vorweg sagen, nicht den Anspruch, dass ich also wirklich wüsste, worüber ich spreche, im Sinne davon, dass ich also von der Realisation von Anatta spreche, von der Verwirklichung, das wäre ein sehr hoher Anspruch. Ich wäre natürlich auch unehrlich und würde etwas vorgaukeln, was nicht meiner Realität entspricht. Aber darum geht es ja nicht. Man muss ja nicht erst anfangen, über gewisse Dinge zu sprechen, also auch durchaus vielleicht komplexe Dinge oder subtile Dinge, wenn man einen der höchsten Zustände des Erwachens, sagen wir mal, verwirklicht hat. Ich fange also als ganz normaler, klösterlich Praktizierender an, eben heute Abend mit euch über diese Dinge zu sprechen. Und ich hoffe, dass das bei euch etwas auslösen wird, dass wenigstens eine kleine Kontemplation und Anregung für euer, nicht nur für diesen Abend, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Denn das ist durchaus ein Thema, was ich nicht, mir nichts, dir nichts auf die Schnelle erledigen lässt, sondern es ist etwas, was uns begleiten wird, wenn wir denn wirklich Interesse haben, uns natürlich mit diesem Thema eingehend zu beschäftigen. Ich möchte beginnen mal, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, und zwar einfach mal mit einer Stelle aus an den Lehrreden. Einige von euch kennen das, aber viele von euch vielleicht haben das auch noch nie so im Originalton gehört. Das ist dann jetzt der Originalton der Buddha selbst, der in diesem Zusammenhang zum Beispiel in der Anguttara Nikaya sagt, in einem der Lehrkörbe sagt: Großen Segen bringt es immer wieder, darüber zu meditieren. Meditieren, nicht nur denken. Dass das, was unbefriedigend und voller Leiden ist, nicht das Selbst ist. Denn diese Betrachtung führt zur Verwirklichung des Todlosen. Todlose ist auch wieder ein anderer Ausdruck für das Ziel buddhistischer Praxis. Wenn einer zwar häufig darüber meditiert, dass das, was unbefriedigend und voller Leiden ist, nicht das Selbst ist, aber er ist bei Körper und Geist und alles und allen Sinneseindrücken nicht losgelöst und frei vom Wahn des Ich und Mein. Und sein Geist ist nicht gelassen und über alles Unterscheiden hinausgegangen. Dann sollte er erkennen, dass er diese Betrachtung noch nicht richtig entfaltet hat, dass zwischen früher und heute noch kein Unterschied ist und er den Segen der Übung noch nicht erfahren hat. Insofern bleibt er aber dabei klar bewusst. Wenn er aber häufig darüber meditiert, dass das, was unbefriedigend und voller Leiden ist, nicht das Selbst ist, und er ist bei Körper und Geist
und allen Sinneseindrücken losgelöst und frei vom Wahn des Ich und Mein und hat den Frieden des Geistes gefunden und ist über alles Unterscheiden hinausgegangen, dann weiß er, dass er diese Betrachtung richtig entfaltet hat, dass in ihm eine Wandlung geschehen ist und er den Segen der Übung erfahren hat. Also, das ist mal Originalton, Buddha, und ganz eindeutiger Hinweis darauf, dass es eben darum geht, ne, wenn man also sich mit solchen Themen beschäftigt, dann auch ganz ehrlich und offen zu konstatieren, ne, wie sieht es für mich aus? Habe ich es verstanden oder habe ich es nicht verstanden? Wenn man es noch nicht verstanden hat, dann ist man sich eben dessen bewusst und versucht weiter zu meditieren, zu kontemplieren über das Thema. Und wenn man es dann verstanden hat, dann ist natürlich auch das Wissen und das Erkennen da, ja, jetzt habe ich es verstanden, es ist wirklich, es hat sich was verändert, die Herzensqualität hat sich grundsätzlich geändert. Und das ist natürlich dann etwas durchaus, was ist dann ja etwas Schönes. Und für Leute, die das eben verwirklicht haben, gibt es dann auch kein Zurück mehr. Das ist dann einmal das wirklich so gesehen, dann ist das, dann hat das Bestand. Dann ist es für den Rest des Lebens endgültig. Aber jetzt, wie machen wir das? Wie schlüsseln wir das Thema auf? Dieses Thema, das, manchmal sage ich auch ganz gerne dazu, des Ich-Machens und Mein-Machens, weil sehr viel eben darauf hindeutet, in unserem Erleben, unserem täglichen Erleben, dass da eine Aktivität stattfindet, ne, fortwährend, die uns irgendwo, und nicht irgendwo ganz bestimmt, suggeriert, dass da etwas ist, was ich als Ich bezeichne oder Mein bezeichne oder mich bezeichne oder selbst bezeichne. Und das ist, denke ich, ziemlich gesunder Menschenverstand und ziemlich normales Erleben. Aber was es eben dabei zu hinterfragen gilt, worauf der Buddha eben immer wieder hingewiesen ist, ist zu fragen, gibt es diese, ist, wovon ist dieses Mir-Machen und Mein-Machen, also diese Ich-Identität, wovon ist die abhängig? Ne? Was trägt dazu bei, dass wir also diesen starken Eindruck haben, nicht nur, dass das hier, was hier sitzt mit Körper und Geist, dass das ich bin, sondern dass es auch vor allen Dingen immer wieder, so scheint es jedenfalls, dafür verantwortlich ist, dass ich in die Bedrohung komme, dass ich in Schwierigkeiten gelange. Und der Buddha sagt eben ganz klar, das kommt eben durch dieses unrealistische Investieren, emotionale, mentale Investieren in diesen gesamten Prozess, emotionalen, mentalen Prozess unseres Erlebens. Und den bezeichnen wir eben deswegen als Mir-Machen und Mein-Machens. Der Buddha hat das dann auch sehr schön übersichtlich gemacht und versucht, uns verständlich zu machen, dass wir nicht zu sehr irgendwie im luftleeren Raum herumschwirren und uns Gedanken machen, wieso überhaupt eine Frage stellen? Ne? Ich bin doch, es ist doch ich hier. Ne? Man, ist das ist doch eigentlich gar nicht in Frage zu stellen. Ne? Es gibt zwar einen Zweifel, dass ich hier bin und ich kann auch alle diese Individuen hier zeigen und die sind auch hier und die würden auch sagen, wenn ich euch jetzt alle fragen würde, individuell fragen würde, was macht euch aus oder was macht dieses Ich-Gefühl aus? Oder diese Ich-Identität, was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Ja, vielleicht würde man sagen, ja, das ist das Ganze eben, alles so. Ne? Aber wo ist das? Wo ist das Zentrum von dem Ganzen? Das ist auch immer eine sehr wichtige Frage. Wo ist das Ganze, das Steuerungszentrum? Ne? Das, was diesen Eindruck uns also immer wieder suggeriert. Ja, ich bin. Ne? Ich bin dies, das. Und dann kommt natürlich immer noch was angefügt. Ich bin dies, das oder jenes. Ne? Ich bin dieses Gefühl. Ich bin natürlich dann ganz handfeste Sachen. Ich bin dieser Nationalität. Ich bin Deutscher. Ich bin Mann. Ich habe gewisse Charaktertendenzen. Ne? Ich neige vielleicht zum Ärger oder ich neige zur Sinnslust oder ich neige zur Angst oder was auch immer. Man hat also all diese Bilder auch, die man kreiert über sich selbst, über die eigene Person. Und die können sich natürlich im Laufe eines Menschenlebens ganz schön verfestigen. Und oft werden sie eben nicht in Frage gestellt. Sie werden oft einfach hingenommen, akzeptiert. Und manchmal ist man sich wirklich gar nicht bewusst, dass das Bilder sind, dass es Vorstellungen sind, Ideen sind, die wir von uns haben, von uns als einem erlebenden Individuum. Und dieses Zentrum, wir haben, wenn wir so zum Beispiel die Frage stellen, ja, wer bin ich? Dann haben wir immer, wir haben doch irgendwo so ein Gefühl, dass da jetzt ein Zentrum gibt in uns, was eben dieses Erleben registriert.
auf allen Ebenen, nicht nur eben ein mentales Zentrum, ein gedankliches Zentrum, sondern eben auch ein affektives Zentrum, was Gefühle und Emotionen registriert oder vielleicht noch feinere Impulse registriert. Auch zum Beispiel die Dinge registriert, die vielleicht passieren, wenn wir eine sehr feine und vertiefte Meditation haben. Es ist immer noch etwas, was registriert und die Erfahrung auf ein Zentrum bezieht. Und genau dieses Zentrum, es lohnt sich, dieses Gefühl, diesen Eindruck des Zentrums oder die Idee dieses Zentrums mal näher anzuschauen und zu schauen, was ist das, ne? Was wir in unserem Erleben immer wieder feststellen können, ist zum Beispiel, wenn dieses Ich oder dieses Selbst oder dieses Zentrum auf besondere Art und Weise angeregt worden ist. Also sagen wir mal, wir erleben etwas, was uns missfällt. Jemand kommt uns irgendwie schräg in die Quere oder jemand spricht mit uns auf unangenehme Art und Weise oder irgendeine Situation im täglichen Leben macht uns große Angst und so weiter. Ne? Dann können wir sehr schnell feststellen, dass die Prozesse, die da stattfinden, blitzschnell verarbeitet werden. Ne? Das geht also ruckzuck, ohne dass wir uns, vor allen Dingen, wenn es ums intensive Emotionen geht das so schnell, dass wir uns oft meistens erst hinterher gewahr sind, was da eigentlich vor sich gegangen ist, wenn überhaupt. Ne? Und was da zu passieren scheint, ist, dass alle unsere Erfahrungen, gerade auch im emotionalen Bereich, durch diesen Filter des Selbst sozusagen laufen und dort registriert, nicht nur registriert werden, sondern auch beurteilt werden. Wir finden uns auch immer in einem Prozess nicht nur des einfachen Empfangens, das ist ja auch zum Beispiel ein Teil unserer Meditationspraxis, dass wir uns in die Lage versetzen, uns darin sogar regelrecht trainieren, einfach nur Eindrücke empfangen zu können, ohne eben sofort mit diesem, dass diese Filtermechanismen aktiv werden. Aber normalerweise im täglichen Leben ist es eben so, dass alles durch diesen Ich-Bezug, diesen Mein-Bezug, Selbst-Bezug gefiltert wird. Und dann, was uns normalerweise dann, das übrig bleibt, ist so ein gewisses Gefühl der Enge. Wir fühlen uns sehr eng. Es ist wie ein enges Korsett, das wir tragen, wenn man sich das mal bewusst macht. Wie das eigentlich wirklich auch somatisch vom ganzen Körper, vom ganzen System registriert wird. Während, wenn wir dann mal die Erfahrung machen, dass es also, dass dieser Filter wenigstens temporär mal außer Kraft gesetzt ist, das kann passieren, zum Beispiel natürlich in der Meditation, aber das kann auch passieren in ganz unvorbereitet, manchmal in Situationen, wo wir sehr entspannt sind, wo wir irgendwie in einer wunderschönen, natürlichen Umgebung sitzen oder stehen oder liegen. Und nicht irgendwelchen Gedanken nachhängen, nicht uns mit irgendwelchen Problemen oder Zukunftsvisionen beschäftigen. Und plötzlich fühlen wir uns innerlich geweitet und fühlen uns sehr entspannt und auch sehr da, sehr im Moment. Ne? Wir registrieren unmittelbar, oh, wie habe ich das gemacht? das ist schön, ne? Wie komme ich dahin? Und klar, wenn man dann, sobald man wieder anfängt, das irgendwie zu rekonstruieren zu wollen und so weiter, kommt man natürlich gleich wieder in Schwierigkeiten und versucht also wieder unser Geist, eben dieser Mir- und Mein-Machen, diese Mir- und Mein-Machen-Instanz, die Kontrolle zu haben, und dann geht das nicht so gut. Ne? Dann werden wir wieder verwickelt, eben in unseren Wünschen, in unseren Vorlieben und in unserer Abneigung und so weiter. Was auch und vor allen Dingen sehr sehr gerne, was eben dieses Selbstgefühl immer sehr schön weiterbildet und auch anregt und stimuliert und neu befestigt, scheint es jedenfalls so zu sein, ist Konflikt. Ne, wenn wir in Konflikt geraten. Konflikt vor allen Dingen mit anderen Menschen, Meinungsverschiedenheiten, Ideen, emotionale Konflikte, dann ist es sehr deutlich, dass da zwei eigenständige, so scheint es jedenfalls, ich sich gegenüberstehen, die was miteinander zu verhandeln haben, aber auch innerlich. Wenn wir mal genau schauen, können wir auch sehen, sogar dass innerlich dieses Ich-Machen und Mir-Machen und Mein-Machen sehr gefüttert wird von Konflikt, also innerem Konflikt. Und diesem Gedanken, dann jenen Gedanken, dann diese Interpretation und dann nochmal zurück und das Ganze nochmal durchspielen und das könnte man auch so sehen und so weiter und so fort. Also ein ständiges, unruhiges hin und her überlegen und sich dann mal temporär für dies entscheiden, für jenes entscheiden, aber nicht wirklich dabei zur Ruhe kommen. Und wenn man sich im menschlichen Geist oder
unsere Geister, wie jetzt mal sagen, unsere einzelnen Geister den lieben langen Tag anschaut, dann können wir mal sehen, ne, was da so alles, wenn man sich das mal im Detail, sagen wir mal im Rückblick anschauen würde, ne, was da so alles abläuft. Ne. Wenn man das zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, wir hätten irgendwie so eine kleine, entweder so eine kleine Screen vor uns oder vielleicht einen Lautsprecher, der all das, was so innerlich vor sich geht, den anderen Leuten sichtbar oder hörbar machen würde. Das wäre furchtbar peinlich. Ne? Also ich würde gar nicht mehr vor die Tür gehen. Aber wir sind, ne, euer Lachen zeigt natürlich, wir sind alle in einem Boot. Wir haben das alle. Ne? Wir haben diesen ständig fortlaufenden Kommentar und Subkommentar. Wir sind auch in diesem ständigen inneren Wechselspiel, auch in dieser Oppositionshaltung und Widerstandshaltung gefangen. Gegenüber unserem eigenen Leben, noch ganz zu schweigen von anderen Menschen, ne? wie die sich gegenüber uns verhalten. Und das ist überhaupt, das ist nicht schlimm, das ist nicht verwerflich. Wichtig ist eben, sich dafür zu interessieren, dass wir uns eben in die Lage versetzen, uns das nur bewusst zu machen, ne? Was da eigentlich so vor sich geht. Dass wir unser, also vor allen Dingen auch unseren gedanklichen Mustern und Gewohnheiten nicht so schrecklich ausgeliefert sind. Und immer wieder in dieselben Rillen, Spurrillen, könnte man fast sagen. So wie so früher auf der Schallplatte, ne? So diese Wellen, in denen die Töne irgendwo verborgen waren. So ist es in unserem Innern. Ne? Wir haben gewisse Gewohnheiten, die also immer wieder in schöner Gleichmäßigkeit und Regelmäßigkeit die gleichen Themen sozusagen durchspielen. Vor einiger Zeit war ich mal vor 2, 3 Jahren in den Bergen unterwegs bei uns, so ziemlich hoch, so und abgelegen, ich war ganz allein und plötzlich sah ich einen Mann vor mir gehen, so 200 Meter vor mir. Und dann entdeckte ich, oh, der redet mit sich selbst. Er spricht mit sich selbst. Interessant. Naja, da hat man vielleicht gedacht, jetzt kann ich mal so richtig loslassen, ich bin hier allein oben, ne? Ich werde nicht beobachtet. Und er hat dann vor sich hingeredet und dann habe ich ihn aber so seitlich überholt und geschaut und habe ich gesehen, dass er am Telefon war. dass er telefoniert hat. Und das musste ihm überhaupt nicht peinlich sein. Aber es hätte ja sein können, ne? Es hätte ja sein können, dass jemand einfach mal, ne, dem Ganzen wirklich Töne verleiht, was so in unserem Oberstübchen abläuft. Und wenn das Leute tun, wenn das Leute auf der Straße tun, hier in Bern oder so, dann denken wir, der tickt nicht ganz richtig, ne? Das hat ein Problem, ne? Das macht man nicht. Man lässt das nicht einfach raus. Man lässt das schön hier innen drin bleibt, ne? Dann wird man als einigermaßen gesunder Mensch angesehen. Aber sobald man das nach draußen bringt, ist verdächtig, ne? Könnte man auffallen. Und wenn es nicht zu laut wird und nicht zu rabiat wird, geht es. Wenn es dann rabiat wird, dann kann man noch üblere Konsequenzen zu tragen. Also sehen wir, manchmal ist dieser Grad gar nicht so groß, ne? Zwischen dem, was im normalen Alltagsgeist abläuft und dem, was dann eben nicht mehr tolerierbar ist, ne? Was die Gesellschaft allgemein nicht mehr toleriert. Obwohl, wenn wir alle Menschen ehrlich sind und sich selbst betrachten, sagen können, wir haben alle das gleiche Programm am Laufen, ne? Wir sind alle im selben Boot. Der Buddha, ich möchte noch gerne nochmal den Buddha zitieren, einen kurzen Zitat. Der Buddha hat mal gesagt in einem der Zusammenhang, wo also die Tendenzen sind, und Tendenzen, der Buddha hat, es gibt ein interessantes Wort, was eben als Tendenzen übersetzt wird, und das könnte man so vielleicht sogar bezeichnen als latente Tendenzen in unserem Geist, so was quasi in uns, in unserem Geist lauert, ne, was nur praktisch einen Auslöser braucht oder einen Anlass braucht, oft von außen, aber sehr oft auch sind wir selbst, die diese Tendenzen anstoßen. Und diese Tendenzen, die Haupttendenzen sind die Tendenz eben in Richtung Sinnesbegehren oder eben in Richtung Widerstand, Aversion, Abwehr. Das sind natürlich zu starken Emotionen, Ärger und Hass und so weiter. Und Unwissenheit. Und da sind noch ein paar andere genannt, Ansichten, Zweifelsucht, Dünkel und Daseinstrieb und so weiter. Aber ich mag uns jetzt, es geht ein bisschen zu weit, da ins Einzelne zu gehen. Aber wichtig, der Buddha sagte einem, wo diese Tendenzen sind, erscheint auch eben das, diese Ich-Vorstellung, erscheint das Gefühl der Einheit des Ich, des Selbst. Die Tendenzen füttern also praktisch diese Ich-Vorstellung, diese Ich-Idee, die wir haben von uns selbst.
Und das weist natürlich direkt darauf hin, wo es sich lohnt, hinzuschauen. Diese Tendenzen also, die Tendenz, sich durch Aversion, durch eben zwanghaftes Begehren und eben in geistiger Blindheit, sich auf Basis dieser Tendenz in der Welt zu bewegen. Ich denke, das trifft auch auf uns alle zu. Und eben, wenn wir so darüber sprechen, wenn wir das analysieren und sagen, okay, da sind diese Tendenzen und unter bestimmten Umständen werden die angeregt und ausgelöst, ist schön, das zu hören, es hilft dem Verständnis vielleicht. Man kann sich vielleicht sagen, ja, wie, ne, als Erklärung für das, was wir erleben, wenn man sich manchmal fragt, wo kommt das alles her, ne? Wenn ich mich plötzlich in irgendeinem Zustand wiederfinde, der unangenehm ist, den ich eigentlich nicht haben möchte, der aber trotzdem da ist, oder der mich überrascht, den ich noch nie so erlebt habe, so weiter, dass man sich dann, wir sind natürlich alle als westliche Menschen sehr analytisch geschult, intellektuell geschult, und wir fragen uns dann immer schnell, wo kommt das her, was ist das, was ist dafür verantwortlich? Und wenn wir dann hier diese Antwort kriegen, die Tendenzen, hilft uns nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Okay, da ist etwas, ne, was auf der Lauer liegt praktisch und darauf wartet, aktiv zu werden, angestoßen zu werden. Das heißt also, man müsste sich eigentlich, wenn man wirklich frei sein möchte von Gier, Hass und Unwissenheit, und ne, das ist eben normalerweise, was mit der Ich-Vorstellung und der Ich-Idee auch verbunden ist, dann müsste man sich auch für diese Tendenzen entstehen, müsste sich interessieren. Man müsste also versuchen, da ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen damit und sich zu fragen, was passiert in den ersten Momenten von Eindrücken, Sinneseindrücken, die auf mich zukommen, ne? Wie sind die unmittelbaren Reaktionsweisen meiner Erinnerung? Und das sind natürlich, ist ein Ergründen, wir sagen dazu im Buddhismus ein Ergründen, die Aufmerksamkeit auf einen ganz bestimmten Bereich zu richten und dann eben in der Stille, vorausgesetzt, wir haben eine gewisse Stille im Geist, damit zu verweilen. Nur dann ist es uns möglich, also über das Drängen und Drücken und dies auch vor allen Dingen die Geschwindigkeit des Intellekts hinauszugehen. Wir müssen einfach mal den diskursiven Geist ein bisschen ad acta legen, wenigstens temporär, ne, dass er ein bisschen langsamer funktioniert und dann vielleicht sich sogar ganz beruhigt, dass er von einer ganz anderen Warte her unsere Erfahrungen untersuchen kann. Und das ist zum Beispiel eben eine der Dinge, die man tut, wenn man also zum Beispiel sich für Einsichtsmeditation interessiert. Also Einsicht zu nehmen in unsere innersten Zusammenhänge. Ne? Das, wo also unmittelbar durch Eindrücke, manchmal auch, die uns völlig entgehen, wo wir gar nicht bemerken, ne? Bewusst bemerken, dass da etwas angerichtet worden ist, uns schnell überwältigen. Aber wenn wir dann Geistesruhe haben und Stille im eigenen Geist, dann können wir genau schauen, ne? Wie sich diese Dynamik in unserem Inneren entwickelt. Und vor allen Dingen können wir dann auch bemerken, dass es eine Möglichkeit gibt, sich nicht so ausgeliefert zu fühlen, sondern sagen, okay, lasse das einfach mal seinen Lauf nehmen. Aber ich bin nicht mittendrin wie in einem Tornado oder in einer Masse Lava, die den Berg runterfließt, sondern ich interessiere mich dafür. Ich beobachte das Ganze. Es gibt auch in den buddhistischen Schriften eine ganz interessante Geschichte über einen Asketen aus einer anderen Sekte. Damals zur Zeit des Buddhas gab es verschiedene philosophische Gruppen in Nordindien. Das war eine recht fruchtbare Zeit. Da gab es also nicht nur den Buddha, sondern auch andere Vertreter, die ihre spirituellen Lehren verkündeten. Vielleicht gar nicht so verschieden von der heutigen Zeit, wo es auch sehr viele verschiedene spirituelle Lehrer und Lehrerinnen gibt mittlerweile. Und der suchte den Buddha auf. Vajragotha hieß dieser Mann und stellte dem Buddha zwei Fragen. Und die erste Frage, die er dem Buddha stellte, war, Erwachter, ich habe gehört, du lehrst, dass es kein Ich gibt, kein Selbst gibt. Und der Buddha hat darauf nichts gesagt, hat geschwiegen. Okay, hat sich Vajragotha gesagt, dann werde ich die Frage einfach andersherum stellen. Dann lehrst du also, dass es ein Ich gibt, oder? Und wieder hat der Buddha nichts gesagt, ist einfach still geblieben und hat die Frage nicht beantwortet. Der hat natürlich dann gedacht, also dieser Mann, der weiß nicht,
Entweder oder hier, ne, musst du Stellung beziehen. Und ich glaube, so wie viele Menschen funktionieren, entweder schwarz oder weiß, ne? Gib mir eine klare Antwort, sag mir, was Sache ist. Aber der Buddha hat nichts gesagt. Und dann hat aber glücklicherweise der Ananda, der hinter ihm stand, sein langjähriger Adjutant und Helfer und Unterstützer, der hat sich das mit angehört und hat den Buddha dann hinterher gefragt, nachdem Vajragotha verschwunden war, warum hast du nichts gesagt? Du hast auf die eine Frage nichts gesagt, auf, ne, es ist kein Selbstgäbe, und auf die andere Frage, es ist ein Selbstgäbe, hast du auch nichts gesagt. Wie ist das zu verstehen? Und der Buddha hat dann geantwortet und hat gesagt, ja, wenn ich dem Vajragotha also bestätigt hätte, dass es ein Selbstgäbe oder ein eigenständiges Ich gäbe, wie hätte er dann verstehen können, dass alle Dinge, alle Phänomene, alle bedingten Phänomene nicht selbst sind, also Anatta? Wenn ich ihm also bestätigt hätte, dass es kein Selbst gäbe oder kein Ich gäbe, wäre ich dann nicht genauso wie all diese nihilistischen Philosophen, die heute in Indien rumlaufen hier, und würde also diesen so quasi so eine Art Nihilismus lehren. Und außerdem, wenn ich also dem Vajragotha bestätigt hätte, dass es also ein Selbst gibt, wie hätte er dann, ne, eben diese Wahrheit von Anatta realisieren können. Aber wenn ich ihm bestätigt hätte, dass es kein Selbst gäbe, hätte es den armen Mann nicht völlig konfus gemacht, der wäre hier reingekommen, hätte gedacht, ich habe ein Selbst, ich habe ein eigenständiges Ich, und plötzlich sagst du mir, ich habe keins. Wie geht das denn? Das hätte ihn konfus gemacht. Und in dem Zusammenhang zeigt der Buddha, dass es also nicht darauf ankommt, eben schwarz und weiß Antworten zu geben. Ich glaube, so eine Person wie der Buddha kann auch durchaus einschätzen, wo sich vielleicht jemand befindet in der spirituellen Entwicklung, ne? In welchem Entwicklungsgrad diese Person hat, für was er offen ist. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang mit einem anderen Menschen hätte er darüber gesprochen, hätte das vielleicht ein bisschen theoretisch erläutert und erklärt. Aber bei diesem Mann hat er das Gefühl gehabt, egal was ich sage, der wird es missverstehen, ne? Das wird ihn in die Irre führen. Er wird weder Anatta verstehen, also dass es eben kein eigenständiges Selbst oder Ich gibt, noch wird er eben die andere Seite der Perspektive sehen. Und ich denke, in diesem Zusammenhang weist der Buddha wirklich sehr deutlich darauf hin, dass es also nicht geht, einfach sich nur mit intellektuellen Antworten zufrieden zu geben, sondern dass man eben dieses Thema von Nicht-Selbst oder Selbst, dass man das untersuchen muss. Dass man also die Mutmaßung, die man selbst in sich selbst darüber anstellt, in Frage stellt. Dass man dem ganzen Thema so ein bisschen auf diese Art und Weise auf die Spur kommt. Und das geht natürlich sogar so weit, die Form der Identifikation mit einem Ich, mit einem Selbst, mit einem Mein, geht sogar so weit, dass es auch sogar in die Meditation hineingeht. Wenn wir uns also zum Beispiel mit Meditation beschäftigen und feinere Zustände der geistigen Stille, der Ruhe, der vielleicht der Vertiefung erfahren, auch da finden sogar Strukturen statt, mentale Strukturen, die immer jeweils die Erfahrung, die wir machen, vereinnahmen wollen. Sie sind immer einem Ich oder mir oder mein zugeordnet. Das ist also eine sehr vertrackte Sache, ne? Eine ziemlich subtile Sache. Wo fangen wir an? Ne? Was ist das Realistische anzufangen? Vielleicht hört sich das alles für viele von euch ein bisschen zu subtil an jetzt. Aber natürlich gibt es auch sehr eindeutige Hinweise und klare Hinweise, wo man ganz einfach beginnen kann. Eben zum Beispiel in unserem täglichen Leben. Zum Beispiel der Aspekt über Dana und Sila, was wir im Buddhismus als Dana und Sila bezeichnen. Und diese beiden Worte bedeuten Gebefreudigkeit, Großzügigkeit und Ethik, ethische Integrität. Das ist eigentlich schon der erste Ansatzpunkt und ein sehr handfester Ansatzpunkt. Es ist nicht ein etwas zu hochfliegendes und zu philosophisches und subtiles, sondern es ist etwas, wo wir direkt durch unser Handeln ausdrücken können, dass wir in der Lage sind und fähig sind, loszulassen. Und Materielles loszulassen oder Dana, also Großzügigkeit, oft geht es eben um materielle Dinge, aber es sind nicht unbedingt materielle Dinge, es können auch eben immaterielle Sachen sein, also zum Beispiel die Aufmerksamkeit, die Zeit, die wir zur Verfügung stehen für andere Menschen, die Hilfsbereitschaft, ja, gewisse altruistische Einstellungen, die wir haben, ne, dass wir also unser eigenes Wohlsein, unsere eigene Wohlbefinden zurückstellen, um irgendwelchen anderen Menschen, die
unserer Bedürfnisse zur Hilfe zu stehen, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen. Das fällt durchaus danach rein. Und was wir loslassen dabei ist natürlich immer wieder auch der Bezug, der sich um mich dreht, um meine Zeit, mein Wohlbefinden, ne, was ich für mich brauche, meine Bedürfnisse, mein in jeder Beziehung. Und auf diese Art und Weise hat also das buddhistische Training durchaus auch ein Fundament, wo man dann anfängt aufzubauen. Also die Gebefreudigkeit, die ethische Integrität sind praktisch das Fundament, auf dem die ganze weitere geistige Ergründung, das geistige Ergründen, Erforschen, Hinterfragen, das Meditieren und so weiter bauen. Wenn wir das nicht haben, und auch die ethische Integrität zum Beispiel nicht da ist, wenn die verhandelbar ist oder mal heute so und morgen so, dann ist das auch sehr schwierig. Die Strategien des Anhaftens, von denen der Buddha spricht, die eben genau das Gegenteil sind vom Loslassen, die wirklich zunächst einmal zu hinterfragen und sie dann wirklich auch aus unserem Herzen zu entfernen. Und für viele Menschen, ich glaube für die meisten hier, ist das vielleicht nicht so ein großes Thema. Ja, niemand würde vielleicht irgendwie jetzt so an Gewalt denken oder an Diebstahl oder an grobschlächtigste Rede oder sexuellen Missbrauch oder was weiß ich. Aber nehmen wir das in unseren jeweiligen realistischen Bereich. Ne? Was ist für uns ein Thema zum Beispiel im Hinblick der Gewaltlosigkeit oder positiv ausgesetzt der liebevollen Zuwendung? Was ist für uns das Thema in Bezug auf unser eigenes Eigentum? Wie weit sind wir in der Lage, das zu teilen, mit anderen zu teilen? Oder wie weit sind wir sehr bezogen und ausschließlich bezogen auf das mehr haben, mehr sein, mehr wollen, unser ganzes Leben? Und vieles in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft deutet darauf hin, dass es eine sehr verbreitete Tendenz ist, das zu tun, so zu funktionieren, so durchs Leben zu gehen. Und als buddhistisch funktionieren, hätte ich beinahe gesagt, als buddhistisch orientierter ist man natürlich darauf aufmerksam, auf diese, nicht nur auf die Tendenzen, die allgemeingesellschaftlich sind, und es geht uns auch vielleicht nicht in erster Linie darum, jetzt die Welt zu bewegen oder die Welt zu verändern. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit und zu hoch und zu anspruchsvoll. Nur es geht, dieselben Tendenzen, die sich äußerlich manifestieren, in unserem eigenen Leben zu erkennen, ne? Wie sie sich in unserem eigenen Umfeld von Tag zu Tag, von Begegnung zu Begegnung manifestieren, wo da egoisches Verhalten auf den Plan tritt. Dass wir auch wirklich bereit sind, das anzuerkennen. Und dann vielleicht, eben in breiter Ethik, müssen wir manchmal so die Grenzpfähle neu setzen und sagen, okay, so weit geht's für mich, alles andere ist einfach nicht diskutierbar. Und das Schöne ist, dass also in der buddhistischen Ethik zum Beispiel die Sache immer verbunden ist mit dem geistigen Schauen, mit dem Ergründen, mit dem Erforschen. Es ist nicht einfach nur eine du sollst oder du sollst und du darfst nicht, sondern es reflektiert immer unsere eigene Impulshaftigkeit, das eigene Drängen, wiederum das Drängen und Wollen und Tun und Machen des Ego. Es wird immer wieder auch wieder gespiegelt, ne? Wenn wir also zum Beispiel klare, deutliche Vereinbarungen mit uns selbst haben, in welchem Rahmen wir also unser Leben verbringen wollen. Wenn wir dann wenn irgendwie dann die Impulse gegen diese eigenen Vereinbarungen angehen, dann merken wir das. Ne? Vor allen Dingen merken wir es dann hoffentlich, wenn wir uns im stillen Kämmerlein hinsetzen. Dann wird es einem bewusst plötzlich. Ne? Man erinnert sich an irgendeine Begebenheit im Laufe des Tages und man hat anzuerkennen, okay, da sind mit mir die Pferde durchgegangen und kann einfach sich wieder neu orientieren. Das ist eine Neuorientierung. Und auf diese Art und Weise arbeitet man praktisch vom Groben ins Feine. Man fängt also in den äußeren Zonen an sozusagen, wo wir auch wirklich in Trouble, in Schwierigkeiten kommen könnten, in unserem Umfeld, in der Familie, auf der Arbeit und so weiter. Und dann weiter hinein ins eigene Herz, wo wir dann direkt schauen, uns um die Impulshaftigkeiten in unserem eigenen Herzen kümmern. Ein interessantes Paradox, was vielleicht auch viele von euch kennen, also ich kenne es jedenfalls, dass auf der einen Seite sich unser Herz sehr dem Loslassen hingezogen fühlt, wenn ich das so erwähne. Wir haben dann so einen Eindruck von sich Fesseln lösen, dass sich unser Herz öffnet, dass wir irgendwie innerlich weiter werden und so weiter und dass vor allen Dingen, dass Belastungen von uns abfallen,
das verbinden wir auch natürlich damit. Das ist, sind Eindrücke, die auftauchen und vielleicht auch Dinge, die wir natürlich schon erlebt haben. Auf der anderen Seite aber auch oft ein Widerstand da ist. Das ist etwas, dass also beide Kräfte, könnte man sagen, gleichzeitig aktiv sind. Ne? Auf der einen Seite ja, sehnt sich das Herz nach Loslassen. Und auf der anderen Seite ist immer so ein automatisches Zusammenziehen da, was uns wieder zurückbringen möchte in den engen Kontext unserer Gewohnheiten. Und dieser enge Kontext unserer Gewohnheiten bezeichnet man eben normalerweise als Ich selbst oder Ego. Und für dieses Paradox ist es natürlich wichtig, sich zu interessieren. Ne? Was ist das? Was ist dieser Widerstand? Worin besteht dieser Widerstand? Welcher Gedanke drückt das auf? Welches Gefühl macht das? Wie fühlt es sich zum Beispiel eben gerade im affektiven Bereich an, wenn wir unsere ganze Gefühlswelt gegenüberstehen? Ne? Wo ist der Widerstand? Welche Stimmen machen sich da bemerkbar? Und das können wir herausfinden. Wir können das ganz deutlich spüren, wenn wir eben bereit sind, einfach nur schlicht zu fühlen, was wir fühlen. Das hört sich wiederum sehr simplistisch an, wie so eine Binsenwahrheit. Aber wenn man mal genau schaut, und eben das macht man auch wieder in der Meditation, kann man sehr schnell sehen, dass das sehr oft eben nicht stattfindet, dass wir nicht fühlen, was wir fühlen. Dass wir zwar fühlen, aber immer das gleich mit einem Kommentar versehen ist. Immer gleich auch vielleicht mit einer, bevor sogar der Kommentar entsteht, dass schon etwas in unserem Inneren sich zusammenzieht, ganz automatisch. Weil es eine Gewohnheit ist, dass bestimmte Gedanken, bestimmte Gefühle nicht sein dürfen. Oder sie machen uns Angst. Das Zusammenziehen des Herzens ist auch sehr oft eben eine Struktur der Angst, wenn wir Angst haben. Oder wenn eben, wie wir so schön sagen, unser Selbst oder ich, unser Ego Angst bekommt. Auf der anderen Seite ist Angst eben eine sehr wichtige Emotion für das Selbst und ich im Ego. Ich würde sagen, mindestens 50%, ich würde sagen, mehr sogar, dieses von uns eingebildeten Selbst, ich oder Ego besteht aus Angst, dass wir Angst haben. Wofür haben wir Angst? Eben, dass genau die tiefste Angst ist, dass genau diese Einbildung, dieses eingebildete Ich, Selbst oder Ego, dass es sich auflöst, dass es nicht mehr da ist, dass wir keinen Bezugspunkt mehr haben, auf den wir, oder kein Zentrum mehr haben, auf das wir uns beziehen können. Aber da kommen wir wieder an diese Frage zurück, was ist das Zentrum? Wo ist das Zentrum? Ist das irgendwie, ist das ein Punkt in unserer Erfahrung? Wo weisen wir hin? Ne? Wenn ich sage, das Zentrum ist vielleicht im Geist, ja, wo ist der Geist? Es ist der Geist. Der Geist hat so viele verschiedene Aspekte. Er hat bedingte Aspekte. Die bedingten Aspekte des Geistes sind normalerweise unsere Gewohnheiten. Und dann gibt es einen unbedingten Aspekt. Einen Aspekt des Geistes, der nicht bedingt ist. Den man normalerweise mit den höheren Verwirklichungen, mit den höheren, oder den tieferen, könnte man auch sagen, den tieferen Verwirklichungen der buddhistischen Lehre in Zusammenhang bringt. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung durchaus anraten, sich für dieses Paradox und vor allen Dingen auch für diese Angst zu interessieren. Sollte das auftauchen im täglichen Leben, da gibt es Ängste, die sind ganz sogar vielleicht lebenserhaltend. Wenn man in der Straße hier auf dem Weg hierhin nach Bern, bin ich auch beinahe nicht angefahren, aber war eine bedrohliche kleine Situation im Straßenverkehr oder so. Ne? Da ist Angst durchaus ein gesunder Impuls, dann an die Seite zu springen oder einfach den nächsten Schritt nicht zu machen, den man machen wollte. Das meine ich natürlich nicht damit, sondern die Angst eben, die oft, wo wir einfach nicht verstehen, woher kommt die? Ne? Warum habe ich jetzt Angst, zum Beispiel einem bestimmten Menschen zu begegnen, einem Menschen in die Augen zu schauen, der irgendwie ein unbestimmtes Gefühl bei mir auslöst, einfach dabei zu bleiben, bei diesem Gefühl zu bleiben? Warum habe ich Angst vor bestimmten Vorstellungen von mir selbst? Bestimmte Selbstbilder können mir Angst machen. Also die Angst, wenn die Angst zum bestimmenden Element unseres Erlebens wird und uns also dirigiert, das Leben führt, dann ist es sehr schwierig, überhaupt eine Perspektive auf das eigene Erleben zu kommen. Wir sind immer fremdgesteuert, wir sind immer durch diese Emotion, durch dieses Gefühl bestimmt. Und wo sich das Ganze abspielt,
Der Buddha hat das sehr schön kompakt zusammengefasst. Das sind die sogenannten fünf Kanda, die sogenannten fünf Daseinsgruppen werden sie bezeichnet, was eigentlich nur ein Sammelname ist, ne, für unser gesamtes persönliches Erleben, für den Körper, für die Körperlichkeit, für unsere Gefühle, für unsere Wahrnehmungen, Erinnerungen, für unsere mentalen Vorgänge, unsere mentalen Gestaltung, das ständige mentale Wollen und Gestalten und dann für die Eindrücke des Bewusstseins, also was wir mit den Sinnen, die Sinneseindrücke, die wir verarbeiten, all das hat der Buddha wunderschön kompakt als diese sogenannten fünf Gruppen des Anhaftens, so hat er sie genannt. Ne, darin sind wir normalerweise, sitzen wir fest, wir hängen an diesen fünf Bereichen, investieren sehr viel mentale, emotionale Energie, um dieses eben vorgestellte Bild von uns selbst, eingebildete Ich, kann man sagen, eigenständige Ich, zu bewahren. Und der Buddha hat darauf hingewiesen, genau da müssen wir hinschauen, ne? Betrachten, was das ist. Und eine sehr wichtige Lehrrede, das ist die sogenannte Anatta Lakkhana Sutta, also die Lehrrede, wo es genau um dieses Thema geht. Anatta Lakkhana bedeutet das Zeichen von Anatta, also das Zeichen von Nicht-Selbst. Wo der Buddha im Gespräch ist mit ein paar Mönchen, die er also anspricht und so ein bisschen auch so sein didaktisches Geschick zeigt in dieser kleinen Runde. Er sagt also dann zu seinen Mönchen, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestalten und Bewusstsein sind Anatta, also nicht selbst. Denn wären sie selbst, so könnte ich bestimmen. So möge also meine Körperlichkeit sein, so möge mein Gefühl sein, so möge meine Wahrnehmung sein oder meine Erinnerung, so mögen meine mentalen Vorgänge sein, so möge mein Bewusstsein sein. Oder eben so möge es nicht sein, wenn es unangenehm ist. Weil aber der Körper nicht selbst ist, deshalb verfällt der Körper der Krankheit und man kann nicht bestimmen, nur so möge er sein, ne? So möge er nicht sein. Und die anderen Aspekte, das Gefühl, die Wahrnehmung, im mentalen Gestalten, das Bewusstsein, sind eben mindestens bisweilen unangenehm. Ne? Und wir können das nicht kontrollieren. Immer wieder entstehen unangenehme Eindrücke unser ganzes Leben lang. Wir können nicht verlangen, es möge nur so sein, wie ich mir das vorstelle. Und dann sagt er weiter zu seinen Schülern, sind die Kanda, diese fünf Gruppen, sind sie vergänglich oder unvergänglich? Die sagen dann, sehr respektvoll, sie sind unvergänglich, ehrwürdiger Herr. Und was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freudig? Und sie sagen dann, was vergänglich ist, ist leidig, ja? Ist unangenehm. Was aber vergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man von dem sagen, das ist meins, das bin ich, das ist mein Selbst, das habe ich unter Kontrolle, das funktioniert genauso, wie ich mir das vorstelle, wie ich das will. Nein, sagen die natürlich. Und dann also in den Lehrreden geht es natürlich immer so schön so, dass dann also die unmittelbar verstehen, das ist die zweite Lehrrede des Buddha und nach der ersten Lehrrede hat er sich für einen das Auge des Dhamma geöffnet, weil nach dieser Lehrrede sind dann alle, nicht nur die fünf Leute, an die er diese fünf Asketen, an die er diese Lehrrede gehalten hat, sondern auch, ja, inklusive des ersten, der also in der ersten Lehrrede das Auge des Dhamma hatte, die wurden dann vollkommen erleuchtet oder vollkommen erwacht. Und es heißt dann also in dieser Lehre, der erfahrene Schüler wendet sich mit dieser Einsicht von diesen fünf Gruppen ab. Es gibt also keine Identifizierung mehr. Es ist nicht mehr fasziniert von selbst, ich, mir machen, mein machen vom Ego. Und abgewandt wird er entreizt, heißt es da, und entreizt wird er befreit. Und das ist eigentlich so eine klassische Sequenz, die oft immer mal wieder auftaucht in den Schriften, wenn Leute also etwas zutiefst verstanden haben und sich dann abwenden, eben von den Gewohnheiten, den mentalen Gewohnheiten, sich eben Begehren oder Abwehr auf die Welt zu stürzen sozusagen. Und ist jetzt etwas ein, was man normalerweise als Ernüchterung bezeichnet. Und dann, wenn diese Ernüchterung einsetzt, dann ist eben diese Person entreizt und am Ende vollkommen befreit. Und es gibt dann nichts mehr zu tun, so heißt es dann so schön. Also ist jetzt mal nochmal das Buddha-Wort eben zum Anfang und zum Ende über dieses Zeichen des Nicht-Selbst. Ich glaube, ich will es einfach mal dabei belassen, sonst verzettel ich mich ein bisschen und würde euch einfach die Möglichkeit geben, vielleicht jetzt im Anschluss ein paar Fragen zu stellen.